nochmal anfangen. Wie viele haben wir? Wollen wir mal hier, ich weiß nicht, ob ich eine Stunde machen kann. Aber wir lassen den Timer einfach auch mal laufen. Vielleicht wird es auch ein bisschen weniger als eine Stunde. Das weiß noch keiner. Ich möchte aber relativ weit mit dem Bild heute kommen, weil wir eine Auftragsarbeit anfangen wollen. Also wir, ich, ihr seid dabei. Ob ihr wollt oder nicht. Und wenn sowas reinkommt, dann lasse ich die Leute ungern lange warten. Also fangen wir hier an. Wir haben angefangen, so viele, ich habe, glaube ich, noch nie so oft anfangen gesagt. Der Yoshi hat seit gestern ein Podcast-Projekt gestartet. Also, wenn man es genau nimmt, ist es mein Podcast, aber er lädt es hoch und verwaltet das und so. Deswegen bin ich vielleicht auch nur quasi Podcast-Marionette. Naja, auf jeden Fall werden diese 10 Minuten und ich glaube auch die Einstünder, das weiß ich aber gar nicht, die werden jetzt als Podcast verwurstet. Ich bin mal gespannt. Also die Nachfrage war häufiger da, dass wir das doch machen sollten. Also weil ein paar Leute das wohl gerne hören und zum Beispiel Spotify, ich glaube auch Apple, bin ich aber nicht sicher, jetzt ja auch Videocontent unterstützen. Naja, und da war die Nachfrage halt hier und da mal, dass das auch als Podcast hochgeladen wird. Für mich ist es egal, ich habe ja keine Mehrarbeit damit. Also, jo halt, ne? Das stört mich ja nicht. Ich muss nur gucken, dass ich meine Arbeitsweise oder meine Art zu erzählen vielleicht so ein bisschen anpasse, damit ich genauer erkläre. Damit, also, das. Auch wenn ich über das Malen rede, dass man dann trotzdem versteht, worum es gerade geht. Tja, ja, wir waren gestern im Schwimmbad. Also ich hasse ja Schwimmbad, ne? Wie die Pest, ist nicht meine Welt einfach. Kann ich nichts mit anfangen. Naja, ich wollte aber auch, man will ja auch den Kindern ab und zu mal gerecht werden, ne? Die haben zwar ihre Möglichkeiten, ins Schwimmbad zu gehen, also denen mangelt es nicht an Schwimmbadbesuchen, weil die halt immer mit Freunden mitgehen oder wir sind sehr eng mit unserer Nachbarin befreundet, mit der einen. Und die hat halt auch ein sehr gutes Verhältnis zu den Kindern und sowas. Naja, und die gehen dann halt auch zusammen ins Schwimmbad. Aber gestern habe ich halt gedacht, komm, ich will auch mal mit denen ins Schwimmbad gehen. Was hast du dich denn jetzt erschreckt, Gisela? Ich will auch mal mit denen ins Schwimmbad gehen. Also waren wir gestern da und es war einfach für mich so ein, ach, es ist immer so ein Vorhof zur Hölle. Dass ich kann ja nicht richtig schwimmen. Ich glaube aber, ich möchte das jetzt lernen. Ich nehme das immer mal wieder vor, also weiß ich nicht, wie lange ich das lernen möchte. Meistens endet es exakt beim ersten Mal, wenn ich dann merke, dass ich da beobachtet werde oder sowas, ne? Das gefällt mir dann einfach nicht, fühle ich mich unwohl bei. Jetzt habe ich aber auch nicht so viele Privatpools zur Verfügung. Auch die Leute, die sagen, geh doch ganz früh ins Schwimmbad und lern das. Ja, ich sag meinen Kindern einfach um 6 Uhr morgens, du, die Mutti, die geht jetzt um 7 ins Schwimmbad für 2 Stunden. Sei bitte vorsichtig, wenn du dir deine Gurken schneidest. Also, weil ich muss ja dann auch den Luis mitnehmen, damit der mir Schwimmen beibringt. Es ist auch immer eine Varietät an Menschen, die dann sagen, ach, ich bringe dir das ganz schnell bei. Ach, ich bringe dir das ganz schnell bei. Das war auch ganz oft, war das so, also es ist paradoxerweise auch immer relativ schnell Thema gewesen, wenn ich Leute neu kennengelernt habe. Aber nur weil halt so Smalltalk-Themen immer auf Urlaub gehen oder magst du das Meer oder so. Ich weiß nicht, warum es so ein Smalltalk-Thema. Ich kam noch nie auf die Idee, jemanden zu fragen, ob er das Meer mag. Naja,
Und da war es auch auffällig oft, wenn ich Leute kennengelernt habe, vorzugsweise Männer, so wenn da halt so gegenseitiges Interesse da war, dass die dann das so als Icebreaker für sich benutzt haben. Ich bringe dir das bei. Also das können wir lernen. Das bringe ich dir bei, ist gar kein Problem. Das machen wir gern. Auch beim Luis übrigens. Der hatte das damals auch gesagt. Ah, das lernen wir ganz schnell, ist gar kein Thema. Aber ich glaube, jetzt wird es wirklich langsam Zeit, ordentlich schwimmen zu lernen. Also ich kann mich auch grob über Wasser halten, so ganz und gar nicht, ist auch falsch. Das ist halt so ein, ja, weiß ich nicht. Ich wohne jetzt halt auch nicht am Meer, ne? Mein Überlebenswille funktioniert auch sehr gut, ohne schwimmen zu lernen. Also weißt du, wie ich meine? Ich bin nicht so oft mit Wasser konfrontiert, außer ich wasche mich und so ein Waschlappen ist schon eine kontrollierbare Nässe. Das ist so ein bisschen ein Ding. Ja. Ob ich das Seepferdchen mache, wenn ich dann schwimmen lerne, ist es ein Ding, brüste ich mich damit, das Seepferdchen zu haben? Das ist nämlich auch immer so eine kommende Frage. Dann hast du nicht mal ein Seepferdchen? Nicht mal das. Ich habe einen Fahrradführerschein, wenn es hilft. Und würde jetzt nicht behaupten, dass ich gut Fahrrad fahren kann. Also ich kann schon decent Fahrrad fahren, so wie man halt Fahrrad fährt, aber ich gehöre jetzt auch nicht zu den Personen, die man downhill-mäßig einen Berg runterjagen sollte, weil ich das Gerät so gut im Griff habe. Oder obwohl Downhill schon wirklich richtig cool ist. Ich bin früher immer mal, der Luis hat das gemacht, als ich ihn kennengelernt habe, beziehungsweise als wir uns so wieder getroffen haben. Wir kennen uns ja eigentlich schon richtig, richtig lang. Habe ich auch schon ganz oft erzählt. Aber so seit wir 14 sind, kennen wir uns. Und auch wenn wir vorher so nie miteinander was zu tun haben, hat man irgendwie trotzdem immer parallel zueinander gelebt. Das war ganz witzig. Also er hat in der Parallelstraße zu mir gewohnt, war auch irgendwie in der gleichen Schule wie ich, im Gebäude gegenüber. Ich war Realschule, ich glaube, er war Haupt. Da war das bei uns immer in verschiedenen Gebäuden. Die Gymnasiasten hatten sogar eine eigene Kantine. Also dann, wenn die Abi gemacht haben. Naja, ist ja auch egal. Also auf jeden Fall haben wir so parallel zueinander gelebt. Wie kam ich denn jetzt überhaupt da drauf? Wie kam ich denn jetzt da drauf? Ja, ihr wisst es. Ich nicht. Na, ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Am Anfang wollte ich ja gar nichts von dem. Also ich wollte nichts von dem wollen. Das, so mit 14 und sowas eh nicht. Wie kam ich denn jetzt? Ach, wegen dem Downhill-Fahren jetzt. So mit 14 und sowas eh nicht. Er dachte, was bist du denn für ein Assi? Ich dachte, was ist das denn für ein Assi? Der hatte aber auch so ultra seltsame Freunde. Boah. Also meine Freunde waren auch nicht besser, ne? Aber ich wusste, das ist sogar für mich eine Nummer zu heftig. Also hatte ich mit denen nichts zu tun und ich war wirklich, also ich war auch kein Kind von Traurigkeit, muss man einfach so sagen. Da brauchen wir keinem was vormachen. Wir ziehen jetzt überall diese Tuschelinien nach, weil ich hier ganz viel mit Feinlinern und sowas möchte. Also ich möchte diese Mischung aus Markern, Buntstift und so. Das finde ich ganz geil. Ja, wieder getroffen hatten wir uns dann 2014. Und da war auch purer Zufall. Der ist an meinem Haus vorbeigefahren, weil er zum Downhill wollte. Also zum Downhill. Wir wohnen halt sehr, sehr ländlich. Ne? Da suchst du dir halt einen Kippel aus.
den fährst, viel Wald und sowas ist da. Und ich habe in einem Ort gewohnt, der hieß quasi, wie können wir den umbenennen? Waldfeendorf. So können wir es benennen. Da müssten genug Bestandteile sein. Da habe ich gewohnt und ja, gefühlt so 200 Meter nach meinem Dorf kam quasi der fetteste Wald mit einem Haufen großer Berge, die man schön runterdüsen konnte. Und da ist er hingefahren und ich habe gerade einen Stapler für die Nature One in meinem Hof bemalt. Ja, und dann hat der Luis angehalten und hat gesagt, hä? Du bist doch die Maries, dich kenne ich doch aus der Schule. D-d-d-d-d. Ja, und ab dem Tag waren wir eigentlich nicht mehr zu trennen. Wir haben dann einen Tag später schon was zusammen gemacht. Und ja, ich glaube, das einzige Mal, dass wir dann noch getrennt voneinander verbracht haben, also wirklich so ein Tag, war, als er in Berlin war für 2 Tage. Aber ansonsten, ich habe ja auch die Kinder ambulant entbunden. Witzigerweise, obwohl wir wirklich nichts miteinander zu tun hatten, so während der Schulzeit und auch danach, hatten wir trotzdem immer ultra viele Parallelen, weil seine Cousine, Irene, Grüße an der Stelle, die hat an der gleichen Schule wie ich die Ausbildung gemacht. Ich glaube, die hat aber eine andere Ausbildung gemacht. Es war halt so eine Schule für kaufmännische Ausbildung, ne? Und die hat mich dann ganz lange mit zur Schule genommen. Also dadurch, dass sie da hinfahren musste. Die hat exorbitant viel Xavier Naidoo gehört. Das waren die ersten Fahrten cool. Aber dann habe ich irgendwann gedacht, ich werde depressiv da in dem Auto. Und dann habe ich wieder angefangen, Bus zu fahren. Da konnte ich dann auch nicht mehr. Aber es war eine nette. Ist eine nette. Sehr lieb. Sehr lieb. Ach, diese Nachzeichnerei. Also, wenn ich hier alle Bleistiftlinien mit der schwarzen Tusche nachgehe, dann ist es ja eher so eine Fleißarbeit. Und ich finde das tatsächlich immer sehr leidig. Der Stift kann dann auch gar nicht groß genug sein, um die Flächen zu füllen. Wenn ich mit Buntstift male, habe ich das nicht. Da bin ich geduldiger. Der eine Fall, den ich wegen Drohung da angezeigt habe, weil da ja jemand, also ich kriege ja, wie gesagt, häufiger so Drohungen und so. Und da war eine unter den Anzeigen, die jetzt tatsächlich weiter verfolgt wird. Das ging jetzt auch zur Staatsanwaltschaft. Und da bin ich total gespannt, was da jetzt bei rauskommt. Das ist das erste Mal, dass das verfolgt wird, sowas, ne? Also bei mir. Zumindest bei anderen hat es vielleicht schon häufiger geklappt oder sowas, keine Ahnung. Aber das ist das erste Mal und irgendwie bei Gott nicht die schlimmste Form von Drogen, die ich bisher bekommen habe. Also da gab es irgendwie. Also die fand ich auch schlimm, man darf das nicht falsch verstehen. Ich habe das ja nicht angezeigt, weil ich das als Lappalie empfunden habe, sondern das hat mich schon stark belastet. Aber es war nicht das erste Mal, dass mich sowas so stark belastet hat. So meine ich das. Und es gab zum Beispiel mal einen, der hat gesagt, er nimmt sich frei und macht das wahr und hat mir dann auch so Plätze in meinem näheren Umkreis geschickt. Den fand ich zum Beispiel auch sehr, sehr bedrohlich. Aber da hat die Anzeige gar nichts gebracht. Da hat sich die Polizei nicht mal gemeldet. Es war so ein, ja, ist eingegangen. Ja, vielleicht bearbeiten wir das auch irgendwann mal.
Who knows? Naja, und bei dem jetzt, da, wenn das durch ist und sowas, dann kann ich das auch alles genauer erzählen, um was es da ging. Da bin ich total überrascht, also positiv überrascht, dass da jetzt dann jemand was gegen tut. Und vielleicht, also ich weiß ja natürlich nicht, welche Sanktionen man da kriegt. Ich bezweifle mal, dass ich da Schmerzensgeld bekomme oder sowas. Aber vielleicht wird er ja zum Beispiel dazu verdonnert, einer gemeinnützigen Organisation was zu spenden, so ein Frauenhaus oder so. Das fände ich schon mal gut. Das fände ich schon mal gut. Apropos gemeinnützige Organisation, da habe ich noch was, was mich verwundert hat. Und zwar habe ich mich mit jemandem gestern unterhalten und die möchte einen Hund adoptieren. Der kommt irgendwie, ach, Smoin, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich glaube, es ist irgendwas Tschechisches oder so. Da kommt der Hund auf jeden Fall her. Und diese Tierschutzorganisation, die sind unglaublich groß. Also die bringen sogar eine eigene Zeitung raus und so. Und bei denen ist es so, dass die Hunde, also wenn du da Interesse, oder bei der Gisela war das so, da habe ich die Tierschutzorganisation angeschrieben und gesagt, yo, ich habe da die Gisela bei euch gesehen. Ich hab großes Interesse, die zu adoptieren. Ich hätte die gerne bei mir. Und dann, ja, habe ich halt erstmal mehr Fotos bekommen und so ein paar Videos von der Gisela und so. Und habe, ach, keine Ahnung, Gespräche mit denen geführt, wie, oh, das geht natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, warum das anders ist. Habe Gespräche mit denen geführt und sowas, wie das, also wie es bei uns so ist mit Arbeit, wie würde der Hund leben. Dann haben die Bildmaterial bekommen, wie es bei uns so aussieht und sowas, wie so die Verhältnisse halt sind. Und jetzt klar kann man denen natürlich alles Mögliche schicken, das steht außer Frage, aber da musst du schon wirklich ein Vollidiot sein, wenn du da die Tierschutzorganisation betrügst. Und naja, auf jeden Fall, so war das bei uns. Und dann habe ich eine Tierschutzgebühr bezahlt. Dann kam ich in so eine WhatsApp-Gruppe für einen Transport von der Gisela. Und dann war da, ja, wurde da einfach nur noch gesagt, so ja, dann und dann sind wir dort und dort. Bei uns war das in Langengehen-Selbold. Also es war immer so 2 Stunden entfernt vom Wohnort, diese Stops. Wir hatten ultra Glück, das war recht nah am Studio, also wirklich richtig cool. Der andere Typ, der da war, der musste 3 Stunden fahren. Und soweit ich das mitgekriegt habe, der hat seinen Hund, glaube ich, sogar wieder zum Tierschutz gegeben, was jetzt nichts mit der Fahrt zu tun hat, aber so ein fiel mir halt gerade ein. Naja, auf jeden Fall war das da so. Und dann hatten wir die Gisela und dann war alles cool. Die hatte alle nötigen Impfungen und so. Es war eh total wild, als wir die abgeholt haben. Die ist ja ein Dobermann-Mischling, ne? Und dann kam da dieser Tiertransporter und sowas, kam da auf diesen Parkplatz gefahren. Und dann standen da mehrere Leute. Es hat in Strömen gepisst. Also wirklich so viel Regen. Es war einfach so krass viel Regen. Ich war klatschnass, bis auf die Unterhose. Einfach richtig klatschnass. Und jetzt bin ich ja von Natur aus eine langsame Person. Wir haben die Gisela eingeladen und sowas, ne? Also, naja, die anderen haben ihre Hunde gekriegt und sowas. Da waren auch Katzen in dem Transporter, was für mich, also es macht schon Sinn, es ist total offensichtlich, dass das so ist, aber es war für mich gar kein Konzept, dass Katzen auch über den Tierschutz aus dem Ausland vermittelt werden können. Dabei macht es ja, also es steht ja völlig außer Frage, ne? Es war für mich einfach nie auf dem Schirm. Und wir haben unsere Katzen eh alle so, es war alles so zufallsgeneratormäßig, immer aus irgendwelchen Situationen gerettet und dann behalten. Na, ist ja auch egal. Dieser Transporter hat sich dann wieder so abfahrbereit gemacht. Die sind für verschiedene Tierschutzaktionen, haben die Hunde ausgeliefert, übergeben. Nennen wir es übergeben, das klingt schöner.
Und haben dann halt noch da gestanden und mussten Fotos verschicken, dass die Besitzer die Hunde angenommen haben und sowas, ne? Dass es halt übergeben wurde, alles geklappt hat, bla bla bla. Und auf einmal rollt da so ein Polizeibus an und die meisten Leute schon weggefahren. Ich war noch da, also wir, der Luis und ich. Und ja, irgendwo, also das, der eine Mann war noch da, der seine Hündin dann wieder zurückgegeben hatte. Der war noch da, der war aber nicht vor Ort, also sein Auto war noch da, er war irgendwo spazieren. Und dann rollte da die Polizei rum, die zwei Fahrer, nur Spanisch gesprochen, ich habe kein Wort verstanden, was die Polizei von denen will. Und dann kam der Polizist zu mir und meinte, haben Sie den Hund hier gekauft? Ich so, nee. Per se schon, aber nicht live, gerade vor Ort. Also, weil, wie antworte ich denn da drauf? Ne? Es wurde mir ja mein Tierschutzhund gerade ausgeliefert und ich war so überfordert mit der Situation. Und dann wollte der das halt genau wissen und dann musste ich beweisen, dass die halt vom Tierschutz ist und sowas. Und die Papiere haben den dann, also die haben den schon genügt, aber die wollten es halt genauer wissen. Also habe ich denen die Chats gezeigt und die Webseite, dass es halt ein ganz souveränes Unternehmen ist und alles ganz, ganz gut ist und legal, bla bla, dass das halt nicht so ein Garagenverkauf war. Und dann hat er sich noch meine Personalien aufgeschrieben und meinte, wenn noch was ist, kommen wir nochmal auf sie zu. Und zwar so ein, ich organisiere das ja nicht. Also eben war ich so ein bisschen so, bitte nicht, bitte können wir nicht mehr auf mich zukommen. Da wäre ich sehr verbunden. Naja, auf jeden Fall, um jetzt endlich mal zum Punkt zu kommen, ist ja furchtbar, wie ich heute Geschichten erzähle, habe ich jetzt mitbekommen, wie eine andere Frau da aus dieser Smoina, nennen wir es einfach mal, ein Tier adoptieren möchte. Und da ist es so, dass sich erstmal 4 Leute für den einen Hund, und die haben da 6.000 Hunde vor Ort, und es müssen sich 4 Leute für den einen Hund interessieren, bevor die nach einem Tierheim gucken, bei dem der Hund quasi einen Zwischenstopp einlegen kann. Und dann, selbst wenn sich 4 Leute dafür interessieren und die ein Tierheim gefunden haben, was Platz hat und dieses Airbnb-Hunde-Tierheim-Dings da mitmacht, selbst dann ist noch nicht gegeben, dass das Tierheim ihr den Hund aushändigt. Und die Tierschutzgebühr muss sie aber vorher wohl auch zahlen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt ist es natürlich also ich finde das gut, dass das Tierheim sich die dann vorher angucken kann und so, dass die halt Tierheime haben, die mit denen kooperieren. Ist natürlich nachteilig, weil wenn das Tierheim keinen Platz hat, was ja in Deutschland leider zu 90% der Fall ist, dann wird es schon mal schwierig für den Hund hier einreisen zu können. Was ich aber total paradox fand, dass sich erstmal 4 Leute dafür interessieren müssen. Und auch das macht natürlich Sinn, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, weil wenn der eine dann abspringt, weil der Hund ihm live dann doch nicht zusagt oder so, dann kann er natürlich nicht beim Tierheim bleiben, ne? Dann brauchen die ja einen Backup-Plan oder sowas. Aber das ist ja auch total bescheuert für das Tierheim und sowas. Also ich finde ich kann die Planung nachvollziehen, aber es wirkt so unendlich kompliziert. Und für die Bekannte, die da das Tier adoptieren will, tut es mir total leid, weil bei der weiß ich, der Hund hätte da das beste Leben. Das beste Leben. Also wirklich, dass die sind unglaublich tierlieb. Warte mal ganz kurz. Mein Telefon. Ich bin gerade in der Aufnahme. Was ist denn los? Ja, kann der von mir aus. Der ist noch beim Kumpel, aber ich bin so in einer halben Stunde ungefähr fertig und dann würde ich dich nochmal anrufen. Gut. Tschüss. Entschuldigung, es sind noch Sommerferien, da muss man alle Kinder koordinieren und ja,
Jetzt hoffe ich, dass man nichts gehört hat. Aber man muss ja dann auch die Freunde der Kinder koordinieren und so. Naja, also grundsätzlich verstehe ich die Herangehensweise und dass das wohl auch eine sicherere Nummer ist. Aber diese Hündin, um die es da jetzt geht, die hat nie Interessenten. Das haben die schon am Telefon gesagt, weil die halt nicht so, die ist halt nicht so bilderbuchschön, ne? Die hat halt so ein bisschen verknorztes Gesicht und es gibt halt einfach Leute, die, oder es gibt halt viele Leute, die da nach der Optik gehen. Ich meine, du musst ja auch nach irgendeinem Gefühl musst du ja gehen. Ich will da jetzt auch keinen Vorwurf machen, dass der nach der Optik entscheidet. Ich dachte mir auch bei der Gisela, ey, die passt zu mir. Das ist, also, und das war jetzt keine Farbfrage, ne? Es war kein, oh, wir sind beide Wintertypen, sondern es war einfach so ein Momentgefühl, ne? Es war so ein, yo. Aber auch dieses Momentgefühl hat ja dann was mit einer Erscheinung, mit einer Optik, mit einem Vibe zu tun und so. Und für diese Hündin hat halt noch keiner angefragt, weil die halt auch nicht so normschön ist und sowas. Und dann verstehe ich nicht, wenn die jetzt schon, die ist seitdem die Welpe ist da in diesem Tierschutz und die ist jetzt 3 Jahre alt und da hat noch nie einer sich für interessiert, sagen die. Was bei 6000 Hunden ja, also wundert mich auch nicht, ne? Das gehst ja auch unter, so als Einzeltier bei 6000 Hunden. Wie willst du die denn alle bewerben? Geht ja auch nicht. Ist ja fast unmöglich. Und wenn dann jemand um die Ecke kommt und sagt, ey, ich will unbedingt, du, dann knöpft ihm doch eine höhere Tierschutzgebühr ab oder sowas. Sowas wie ein Pfand noch oder so. Damit man sicher sein kann, dass die den Hund auch nehmen. Lass die vorstellig werden bei einem Tierheim zum Kennenlernen, damit die das irgendwie approven können oder so, dass die was taugt. Die hat ja auch gesagt, sie fährt zu jedem Tierheim, ist egal. Und wenn sie 4 Stunden Fahrt auf sich nimmt, dann ist das auch okay. Also die ist so willens, diesen Hund bei sich aufzunehmen, dass mir das für Hund und Mensch so leid tut, dass das so schwierig ist. Und wie gesagt, ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich muss mir mal 35 Minuten. Muss mir nur aufschreiben, wann der Anruf war, damit ich den Yoshi bitten kann. Also ich mag das mit dem Tuschekram, ne? Es gefällt mir gut. Damit ich den Yoshi bitten kann, kurz in die Aufnahme reinzuhören. Nicht, dass man da was gehört hat. So. So. Ach, ich mag das Bild so gern, gell? Mir gefällt diese groteske Mischung. Die gefällt mir sehr. Alles okay? Oh, ich glaube, da hat sich jemand wehgetan. Aber es wird sich schon gekümmert. Ich höre Stimmen. Ich höre Stimmen. Wir machen so. Es geht heute viel um Hund. Ich merke das schon. Geht aber auch um Menschen. Das war auch was. Wir waren so. Ruhetraining mit der Gisela und so. Da waren wir jetzt letztens an einem Platz. Und die Gisela ist ja sehr zögerlich Kindern gegenüber. Also das findet die ja, weiß ich nicht, so ein bisschen, naja, braucht die halt einen Moment zum Warmwerden und so. Und also an diesem Platz darf ich auch einfach nicht mehr gehen. Da waren ganz viele Familien, die wohl noch nicht ganz lange in Deutschland sind. Und da war die Kommunikation schwierig.
Also es hat ein bisschen gedauert, bis man halt eine Form der Kommunikation gefunden hatte, die für beide Seiten verständlich war. Weil die sind dann so euphorisch und glücklich zu Gisela gerannt und waren das wohl gar nicht gewohnt, dass der Hund eventuell auch Angst hat und sowas. Ne? Und dann hat es eine ganze, also Gisela hat es super gemeistert, hat es auch eine ganze Ecke gedauert, bis die Kinder das verstanden hatten, dass die Gisela nicht so intuit ist. Die waren auch noch nicht alt, die Kinder, die waren noch klein, also kannst ja kein Böse sein oder sowas. Die Eltern hätten vielleicht ein bisschen besser reagieren können, aber die hatten wahrscheinlich auch so, ja, die waren wahrscheinlich auch zurückhaltender, als sie sein wollten, weil sie wahrscheinlich auch Berührungsängste hatten oder sowas, ne? Werden ja auch nicht überall freundlich empfangen. Leider. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass das denen schwer gefallen ist, da was zu sagen. Aber also bei dem Platz, da muss ich aufpassen, wenn ich wieder hingehe. Da hatte die Gisela ihre Last. Hat es aber gut gemeistert. Und den Kindern konnten wir dann auch erklären, dass sie vorsichtig sein müssen und langsam und so. Geht ja alles, wenn man will, ne? Mit jedem Hund geht es bestimmt nicht, weil da dann in seinen Ängsten nicht jeder Hund so viel Geduld noch mitbringt. Aber da war ich ganz, ganz stolz und glücklich, dass das so gut geklappt hat. So. Ich habe ja letztens erzählt, dass hier, also Incest City ist nicht groß, ne? Und wir haben dafür, dass Incest City nicht groß ist, aber wirklich viele Dönerläden und Altenheime. Es ist ja schön, wenn genug Altenheime da sind, ist gar keine Frage. Ich kann mir aber gar nicht vorstellen, dass so viele alte Leute hier sind, weil wir in dem einen Ort tatsächlich 3 Altenheime haben. Die natürlich hat das seine Relevanz, dass die da sind, aber es ist auch ganz lustig gefühlt. Jedes Mal, wenn ein Altenheim eröffnet wird, kommt kurz danach auch ein Dönerladen, als ob das so exponentiell mitwachsen würde. Das mag ich ein bisschen. Jetzt hat der eine hat zugemacht. Das tat mir ein bisschen leid, weil der hat sich so viel Mühe gegeben. Aber wenn in einem Ort, der so klein ist, so viele Läden sind mit dem gleichen Produkt, dann ist auch echt schwer, ne? Mit was willst du glänzen? Die meisten sind dann schon alteingesessen und sowas. Also die Leute, die gehen hier eh. Es gibt einmal einen, der heißt Königdöner. Der hat den Namen ja extra schon gelassen, als vor, ich glaube, 10 Jahren der Besitzer gewechselt hat. Und da war ja schon ein Riesenaufruhr, obwohl der Döner nicht schlechter war als vorher. Aber was für ein Betrug das ist, dass der den Namen einfach behält. Irreführend und sowas, ne? Da war Incest City schon, da war hier ein Aufruhr. Aber der hat Gute getan, damit den Namen zu behalten. Der ist ja positiv behaftet hier. Der Döner, der da vorher drin war, also der Mann, der das vorher gemacht hat, der hatte auch seine Last, ja, schön ausgebauter Bauwagen, möchte ich es mal nennen. Und den hatte einfach jemand in Brand gesteckt. Und ganz viele Leute haben dem so Brandstiftung unterstellt. Aber da war der gar nicht der Typ für. Also das war so ein, also klar, woher willst du wissen, dass jemand der Typ für irgendwas ist, ne? Da kannst du den Leuten ja nicht in den Kopf gucken. Ich verstehe das schon alles. Aber ja, weiß ich nicht. Es gibt halt Leuten, denen traut man das einfach nicht zu. So, ganz simpel. Und das war so einer von denen, da würde ich auch heute noch sagen, nee, das war der einfach nicht. Naja, und jetzt hat der eine, der sich so viel Mühe gemacht hat, zugegeben. Und wir haben festgestellt, hier gibt es noch einen Döner. Der hat aber total versteckt aufgemacht. Ich weiß auch gar nicht, normalerweise ist die Eröffnungszeremonie immer, dass du halt neue Flyer von einem Dönerladen im Briefkasten hast.
Dann gibt es noch irgendwie, keine Ahnung, in der oh, jetzt hätte ich fast den Namen genannt, in der frechen Incest City Gruppe. Auf Facebook wird dann noch kurz geteilt, dass da ein neuer Laden ist, den man doch ausprobieren sollte, bla bla bla. Und dann gehen da 2 Wochen alle hin und dann gehen wieder alle zu dem Alten. So läuft es hier halt ab. Das ist so der Vibe, ne? Und bei dem gab es gar nichts. Gar nichts. Der hat einfach so still und heimlich hat er geöffnet. Naja, jetzt will der Luis da unbedingt mal hin, den testen. Und ich frage mich jetzt die ganze Zeit, warum der so still und heimlich geöffnet hat. Also, weiß ich nicht, hatte der keinen Bock auf Eröffnungsfeier? Ich kann es verstehen, ich hätte auch keinen Bock auf Eröffnungsfeier. Wir hatten ja hier auch keine oder so. Also wozu auch? Brauche ja keinen Arsch. Oder brauchst du einen Laden eine Eröffnungsfeier? Ich habe halt legit noch nie eine Incest City Lokaleröffnung erlebt, die nicht wenigstens so ein Aufsteller draußen hatte. Und wie gesagt, das ist ein kleines Dorf, ne? Du kriegst hier sofort alles mit. Also es ist eine kleine Gemeinde. Es ist ja sogar so, dass wir in dem Gemeindeteil, in dem ich lebe, da gibt es keinen Bäcker mehr. Da gibt es einfach keinen Bäcker mehr. Da ist gar nichts. Da ist eine Bushaltestelle, also zwei sogar. Sogar. Und dann war es das schon. Das ist das Ding. Mehr hast du da nicht. Reicht auch. Für die meisten, die sind damit happy, die sind beseelt. Für die alten Leute ist es ein bisschen blöd. Dann gab es da die betrunkene Frau vom Bäckerwagen. Aber das, ja, es macht schon Sinn, dass der nicht mehr fährt. Die war echt immer sehr betrunken. Die Backwaren waren aber gut. Ich nehme an. Also ich weiß gar nicht, ob ihr der Laden gehört hat. So, wir müssen gucken, dass ein bisschen, warte, ich glaube, wir machen hier. Wir malen hier so einen kleinen Balkon hin, in den Handballen einfach. Oder was heißt Balkon? So diese, kennt ihr diesen französischen Balkon? So diese Dinger, die eigentlich überhaupt gar nicht richtig viel Sinn ergeben. Aber du kannst halt an einem großen Fenster mit einem Gitter stehen. Also mit so einer, wie heißt das dann? Balustrade? Geländer? Geländer. Da kannst du dran stehen. Das hätte ich vorher gelb machen können, aber warum nicht? So kann ich wenigstens vier kleine Vierecke ausmalen, statt ein großes. Das ist doch auch toll. Direkt so ein bisschen Präzisionsarbeit. So. Ja, das finde ich nämlich ganz gut, wenn hier an der Hand noch so ein bisschen was passiert. Aus dem Hasen, den wir gemalt haben, haben wir ja schon so eine Art Wohnraum gemacht. Und dann finde ich es ganz cool, wenn die Hand auch so ihren Wohnraum-esken Charme bekommt. So, wo können wir das noch reinmachen? Hier hat auf jeden Fall auch noch so ein Fensterplatz. Da müssen wir nur gucken, dass das auch schön reingeht. Also, dass sich das zum einen ein bisschen beugt und zum anderen
schön tief nach innen zeigt, das Fenster. Die Beugung noch ein bisschen anschraffieren, die Kanten. So, da haben wir das hier, können wir drumherum noch ein bisschen schraffieren. Ich weiß gar nicht, hört man den Stift? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich finde ja Stifte über Papier, oder sagen wir es so, ich bin da immer ein bisschen schizophren, was das betrifft. Es gibt Tage, da höre ich das Geräusch unglaublich gerne, wenn Bleistifte oder sowas über Papier gleiten, auch die Fineliner-Geräusche. Finde ich unglaublich schön, mag ich ultra gerne. Aber es gibt auch Tage, da finde ich das unerträglich und ertrage dieses Kratzen nicht. Es ist total verrückt. So. Machen wir hier auch was rein? Weiß ich nicht. Warte mal, hier muss man auf jeden Fall so ein bisschen anschraffieren, damit man sieht, dass die Hand hier eine Tiefe hat. Also damit die halt so ein bisschen eine Kurve nach innen schlägt. Oh, und wir haben überlegt, wir haben so einen Laden in Hanau gefunden. Ich glaube, ich habe letzte Woche schon von dem erzählt. Werkraum heißt der. Und wir haben jetzt mit der Frau, die den Laden führt, so ein bisschen gequatscht, dass man da vielleicht mal was zusammen startet. Ich stelle ja nicht gerne aus und so, aber bei denen hätte ich Bock. Das ist keine Galerie per se. Die haben aber Galerieerfahrung und da würde man so ein kleines Event draus machen. Also da ist noch nichts Feste. Ist nur so ein Gedankengang bisher. Und dann könnte man da auch so ein, ja, so eine FAQ-Night draus machen. Ich male, man sieht ein paar Bilder, die ausgestellt sind und die Leute können Fragen stellen und sowas. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Also ich habe da schon Bock drauf. Man muss jetzt halt noch nach einem coolen Termin gucken, weil ich möchte das eigentlich nicht so richtig gerne machen, wenn es schon kalt ist, damit das so ein bisschen drinnen und draußen stattfinden kann. Das fände ich gut. Also, ja, weil halt einfach, ne? Warte, wir machen mal hier. Jetzt wäre da was dahinter, einfach nur damit es ein bisschen Sinn im Zwischenraum ergibt. Und auch hier nehmen wir selbige Farbe. Das ist manchmal ganz wichtig, um Lücken zu schließen. Beziehungsweise Lücken schließen ist wichtig, um auf Lücken aufmerksam zu machen. So. Ich mache mal einen Strich mit dem Marker an die Seite und schraffiere den dann so raus. Dann ist das ein sehr unsauberer, improvisierter Schatten und sieht fast ein bisschen aus wie so Druckerschwärze. Das finde ich immer sehr schön. Weiß ich gar nicht, ob man mit der Beschreibung was anfangen kann, aber ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Nee, da nicht, aber hier in die Zeichnung so ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob ich die Autogeräusche hier heute besonders laut wahrnehme oder ob heute besonders laute Autos vorbeifahren. Aber ich habe das Gefühl, heute ist hier voll der Lärmpegel. So. Zack, zack, zack. Ich stehe total auf diese Mischung aus den zwei verschiedenen Gestaltungsvarianten mit dem Buntstift und so.
So, das hier darf auch so improvisiert bleiben. Die Lampe, ich weiß gar nicht, ob ich die wegradieren wollte oder warum die so blass ist. Jetzt bleibt sie auf jeden Fall da. Ja. Ah, könnte eine Mohnblume sein, ne? Ich weiß auch nicht, was ich mir da gedacht habe. Aber wir machen einfach ein bisschen Rot dran. Hier möchte ich auch gar nicht alles so umranden. Ich bin echt gespannt, ob das... Also es gibt ja so Publikumswünsche, die erfüllt man und letztendlich macht es dann doch keiner. Also es gibt ja auch zum Beispiel, keine Ahnung, oh, das würde ich unbedingt als T-Shirt tragen oder so. Und dann kauft das T-Shirt keiner oder sowas. Ne? Das hatten wir früher immer, als wir uns noch so dran orientiert haben, was die Leute gerne sehen würden. Und der Podcast mit diesen 10 Minuten, das ist ja jetzt auch so eine Zuschauerwunschgeburt, nenne ich es mal. Und da bin ich sehr gespannt, wie das angenommen wird. Also ob die Leute dann tatsächlich Bock drauf haben, ob das als Podcast gut funktioniert und so. Da werde ich mir dann auch so nach und nach immer mal Themen nehmen. Oder das mache ich ja auch so schon, ne? So gerade relevante Themen. Oder relevant auch nicht. Für den Moment unterhaltsam, interessant. Relevant sind die, glaube ich, alle nicht, die Themen, mit denen, über die ich rede. Gut, ach komm, hier, ich weiß nicht, was dahin soll, ob auch ein Fenster oder nicht. Die Hand erkennt man grob raus, mehr soll man damit auch gar nicht machen können. Hier den Dings, hast du schon gebimmelt? Ah, okay. Wir bestellen ja eine neue Uhr, weil die nicht mehr klingelt. Und ja, Batteriewechsel etc. haben wir alles schon probiert. Das ist es leider nicht. Sie hebt nach dem Batteriewechsel oder seit dem Batteriewechsel hebt sie wieder den Kopf. Also das Ei geht auf. Aber das war es dann auch. Und jetzt brauchen wir eine neue Eieruhr, die was Cooles kann. Jetzt bin ich ganz ehrlich, das Eieruhren-Business, es ist nicht so ausgefeilt, wie es sein könnte. Also das hier ist die naheliegendste Idee einer Eieruhr, wie ich finde. Ein schlüpfendes Küken. Aber das findet man gar nicht so oft. Und die Firma, die dieses Küken da gemacht hat, die ist jetzt im Handyhüllen-Business. Da gibt es also keine Kükenuhren mehr. Also habe ich nach anderen Varianten gesucht. Ich habe jetzt eine gefunden, die ist ganz niedlich. Da jagt eine Katze einen Fisch im Kreis. Die ist ganz süß. Muss man mal gucken. Weiß ich noch nicht. Hat mich noch nicht so vollends überzeugt. Ist aber schon ganz niedlich. Ich hätte halt gerne auch irgendeine Uhr, die, weiß ich nicht,
ja, aus der irgendwas rauskommt oder so. Keine Ahnung. Also ich weiß auch gar nicht, warum ich das möchte, aber ich finde das schön, wenn es so ist. Vielleicht sollte ich kurz warten, bis die Farbe trocken ist. Würde zu viel Sinn machen und befriedigt mich auch nicht in meiner Ungeduld. Befriedigt mich nicht in meiner Ungeduld. Brush Pen. Ach, mit Grau können wir auch ein bisschen noch arbeiten. Ich habe ganz vergessen, dass wir den haben. Na, das finde ich gut. Das grenzt das Ganze nochmal so ein bisschen ab. Das gefällt mir. Bin am Überlegen, ob die noch eine Haarfarbe kriegt, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich habe meinem Papa ein Buch zum Geburtstag geschenkt und man hat so richtig gesehen, wie er einfach keinen Bock drauf hatte. Also der liest gerne, keine Frage. Und das Buch, das ist auch schön, das ist so ein Bestseller, ist halt was ganz anderes als das, was er sonst liest. Aber ich glaube nicht, dass er sich so weit damit beschäftigt hat, dass er schon rausgefunden hat, dass das was anderes ist als der Kram, den er sonst so liest. Ich glaube, er war schon wegen dem Titel ablehnend, weil da stand was von letzter Sommer. Und er hat das direkt interpretiert mit der letzte Sommer, nach diesem Sommer kommt keiner mehr. Also quasi mit etwas Endlichem. Dabei geht es eher um den vorherigen Sommer. Und ich finde es total lustig, wie unterschiedlich da die Interpretationen sind, weil, also nur vom Titel her, ne, kannst ja eh bei einem, klar, es ist eine Impression, die du so mitnimmst, wenn du so einen Titel liest, keine Frage, aber es ist ja der letzte Sommer, also mir wäre nicht in den Kopf gekommen, paradoxerweise, das mit dem Letzten zu erklären oder zu in Verbindung zu bringen, sondern halt bei mir ist das Letzte das Vorherige, wenn sowas ist. Fand ich ganz, ganz interessant. Und ich glaube, ab dem Moment, ab dem er dachte, okay, hier geht es um etwas Endliches, da war der dann schon raus. Dabei geht es in dem Buch irgendwie darum, dass sich per Zufall zwei Menschen kennenlernen. Und der eine ist so ein, ach, ich habe keinen Bock mehr auf Gesellschaft, Aussiedlerboy und der andere halt so ein Workaholic. Und beide finden, wenn ich das richtig verstanden habe, was die Frau mir da erklärt hat, was das ist, finden die Lebensweise des anderen erst abstrus und dumm und dann fangen die so an zu verstehen, warum. Und dieser Workaholic-Typ, der checkt dann halt auch so nach und nach so, ja, okay, muss halt auch nicht, ne? Musst ja nicht tot arbeiten und so. Naja. Ich nehme mal an, er wird es nicht lesen. Aber ist auch nicht schlimm. Wir haben ja so wenigstens die Autorin unterstützt. Ich glaube, es war eine Autorin. Oder den Autor halt. Auch die sollen Unterstützung bekommen. Durch Käufe. Warum Unterstützung? Ist ja keine Unterstützung. Ist ja, du kaufst ja deren, also die haben ja ein Produkt geschaffen. Das ist die völlig falsche Formulierung mit Unterstützung. Mir fällt jetzt aber auch gar kein anderes Wort dafür ein. Deswegen finde ich Autoren auch so bewundernswert, weil die ja im besten Fall natürlich
über ein richtig geiles Maß an Vokabular. Also der Wortschatz, der muss ja wunderschön und groß sein, wenn du gut schreiben möchtest, bin ich der Meinung. Also vielleicht romantisiere ich das auch etwas, aber ist ja wie bei Köchen, ne? Die können ja auch nicht nur drei Gerichte. Die haben ja auch ihre Varieté. Also mir gefällt es sehr, wie sich das so auflöst und so. Das mag ich sehr. Ich glaube, der Nachbar reißt die Decke ein. Klingt zumindest so. Es ist eh immer ganz verrückt, was für Geräusche von da oben kommen. Am Anfang dachte ich ja immer, es ist der Staubsauger, bis ich dann mal den Staubsauger gehört habe. Der klingt anders. Und seitdem spekuliere ich. Also ich würde auch einfach gerne mal oben klingeln, nur um zu gucken, brauchen die dann lang zur Tür? Was könnte es sein, was die da oben machen? Ich glaube jetzt nicht, dass es was Sexuelles ist. Den Zahn kann ich euch gleich ziehen. Aber weiß ich nicht. Vielleicht ist es ja zum Beispiel jemand, der potenziell unglaublich gerne umräumt. Ich bin jemand, ich räume gerne um. Wenn ich aufräume, dann räume ich meistens parallel dazu auch direkt die Wohnung um. Und je nachdem, wie weit mein Drang geht, sauber zu machen, würde ich auch neu streichen. Auch okay. So, hier guck mal den Fensterrahmen, den können wir auch grau machen. Das passt hier gut dazu, finde ich. Gib mal so ein. Nur so ganz, ganz zart. Ach, da sind wir aber auch echt weit gekommen, ne? Finde ich gut. Mit dem Bild. So. Ich mag dieses Gekritzel dann zum Schluss. Da kann ich mich ja völlig drin verlieren, weil es so, es ist so konzeptlos strukturiert. Und das mag ich. Das ist genau mein Ding. Aber da muss das Bild auch weit genug für sein. Sonst mag ich das nicht. So, und ein bisschen Gelb hier. Und hier ist ein dunkler Raum. So.
Das wirkt dann alles so schön improvisiert, ist genau mein Ding. Ob Leute, die dann den 10-Minuten-Podcast hören, ab und zu mal gucken, ob die Folge noch läuft, weil ich ja auch nicht durchgehend am Reden bin. Ah, guck, er macht leider keinen Ton mehr, aber er ist sehr aufmerksam. Na gut. Dann ist dieses Video hier zu Ende. Habe ich doch gesagt. Hab quasi schon aufgehört. So. Nächstes Mal werden wir noch ein bisschen hier dran weitermalen, aber das ist so gut wie fertig. Also, mir gefällt es hervorragend gut. Ich muss es noch auf die Website packen heute. Also dann, vielen Dank. Ah, jetzt weiß ich nicht, ob ich mich wieder zu viel bewegt habe. Falls ja, tut mir leid, Yoshi. Vielen Dank und tschüss.